Der stationäre Heroinentzug ist weniger unangenehm als vermutet. Also in der Heroinabhängigkeit besteht die größte Problematik im Entzug, also weil das nur 6-8 Stunden wirkt, das Heroin, und danach sozusagen der körperliche Entzug kommt, der extrem unangenehm ist. Der zeichnet sich aus durch eine laufende Nase, durch Muskelkrämpfe, durch Knochenschmerzen, durch Durchfälle kann man bekommen. Also der Mensch ist in einem desolaten Zustand, wenn er nicht sein Heroin zu sich nehmen kann. Der Heroinentzug selber, wenn wir den stationär durchführen in der Klinik, ist relativ harmlos und schmerzfrei. Also das ist nicht so schlimm, wie man sich vorstellt, wie der kalte Entzug ist, also ohne Substanz. Wir finden Austauschsubstanzen, also Medikamente, die ähnlich wirken wie das Heroin, die eine längere Halbwertszeit haben und die werden langsam reduziert. Und dann ist das zwar unangenehm, aber nicht so dramatisch, wie es ist, wenn man das selber probiert. Eine Substitutionstherapie ist eine Behandlung, wo man die schädliche Substanz, das Heroin, austauscht gegen ein Medizinprodukt, das Substitut. Und dadurch, dass man das gibt, kann der Mensch das normale Leben leben, was ohne Heroin eigentlich nicht möglich ist. Also Beschaffungskriminalität fällt weg, die ständige Beschäftigung damit, wo kommt das, die Droge her, fällt weg. Und die Resozialisation, das Rückkehr ins soziale Leben ist möglich. Auch Arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt ist möglich.